Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch am Start. Wie gestern schon im Video besprochen, gab es zwei Updates. Und zwar um 12 Uhr einmal das typische Dripfeed-Content-Update, das ja relativ bescheiden ausgefallen ist, das auch dann im Newsartikel besprochen wurde. Aber dann gab es gleichzeitig noch das Titel-Update 1.16. Und dafür, dass es ein Titel-Update war und wir wirklich was runterladen konnten, war lange Zeit gar nicht klar, was es wirklich verändert hat. Jetzt hat Rockstar auch noch Patch-Notes dazu gebracht und wir können uns die mal zusammen angucken. Es ist so, komischerweise, dass die im 1.15er noch enthalten sind, aber da steht ganz klar, 14. Januar, das und das wurde geändert, das sind in dem Fall nur zwei Sachen, das ist sehr wenig. Und dafür ein Titel-Update rauszubringen, finde ich eine merkwürdige Entscheidung und dann hat Rockstar es noch nicht mal gepackt, dazu einen eigenen Reiter im Rockstar Support einzurichten für Titel-Update 1.16, sondern einfach immer noch unter 1.15 geklatscht. Das eine ist, dass wir generell ein paar Stabilitätsverbesserungen haben, das Problem ist hier, keiner weiß, was damit gemeint ist, ja? Das Spiel stürzt immer noch genauso oft ab, es gibt immer noch genauso viele unendliche Ladebildschirme, also das hat schon mal überhaupt nichts gebracht. Und der zweite Punkt ist, und der ist wenigstens mal schön formuliert, dass wir hier anscheinend keine schwarz gebrannten mehr verlieren, wenn wir zu einem Teamkollegen in den Trupp gehen und quasi nicht der Truppanführer sind, sondern eben, wenn man einem Trupp beitritt. Ja, und dieses Problem bestand im Prinzip schon seit dem Schwarzbrenn-Update, seit dem 13. Dezember oder seitdem es das gibt, dass man halt immer aufpassen musste, wenn man Schwarzgebrannten hat, dass man keinem Trupp beitritt, ansonsten läuft man die Gefahr, dass man die komplette Fuhre verliert und das immerhin scheint jetzt gefixt worden zu sein. Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn das war bei weitem nicht das schlimmste Problem. Das, worüber sich meiner Erfahrung nach die meisten beschweren, sind die fehlenden Tiere und an zweiter Stelle dann die ganzen Serverabbrüche bzw. unendlichen Ladebildschirme. Das zähle ich mal zu einem Punkt. Und diese Sachen sind 1:1 immer noch so im Spiel. Da gibt es genug Aussagen, ich habe auch selber meine Tests gemacht, bin auch direkt nach dem Update nochmal online gegangen, habe geguckt, ob es diese Probleme noch gibt und ja, absolut. Ihr seht es ja hier, ich reite einmal komplett durch die Wildnis, kein einziges Tier, höchstens mal ein paar Vögel, die wegfliegen, das war's. Und das hängt natürlich von der Lobbygröße ab, also es ist nicht direkt ein Bug, aber auf jeden Fall etwas, an dem Rockstar arbeiten muss. Und sie haben es bis jetzt noch nicht hinbekommen, es sind jetzt schon ziemlich genau ein Monat, seitdem das Update rausgekommen ist. Klar, man muss die zwei Wochen abziehen, wo die Winterpause war, wo viele Leute im Urlaub waren. Aber so lang zu brauchen für einen relativ einfachen Fix, einfach, keine Ahnung, eine Lobbygröße auf 15 Leute festlegen, dass einfach das momentan zumindest das Maximum ist, bis die Probleme gefixt werden, sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Aber gut, Rockstar macht, was sie wollen und gibt nicht wirklich was preis. Keine Kommunikation, keine richtigen Patch-Notes, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die ganzen Leute abhauen und lieber was anderes spielen. Reddit Online hat im Moment eigentlich nur das Glück, dass gerade keine großen anderen Spiele da sind. Ansonsten wäre die Spielerzahl mit Sicherheit noch um einiges geringer, aber so kann es auf Dauer mit Sicherheit nicht weitergehen. Ja, das war es jedenfalls zu dem Video. Eigentlich wirklich ein unnötiges Video, muss man sagen, an der Stelle, denn es hat sich so gut wie nichts getan seit gestern. Aber zur Vollständigkeit, weil ich immer die ganzen Titel-Updates nochmal in einem separaten Video besprechen wollte und auch hier der Fall eigentlich eintreten sollte, habe ich das jetzt einfach mal gemacht, um die Kollektion quasi zu vervollständigen, um alles eingespeichert und archiviert zu haben auf meinem Kanal. Aber eigentlich ist das überhaupt kein Titel-Update. Also in dem Fall ist das Titel-Update selbst unnötig gewesen und nicht das Video dazu. Warum Titel-Update 1.16 raushauen, wenn es absolut keine Fixes gibt? 600 MB, völlig leerer Schwachsinn. Also bekommen wir jetzt Titel-Update 1.17 dann nächste Woche mit dem Fix, dass endlich wieder Tiere da sind oder mit dem wahrscheinlich eheren Fix, dass wir einfach, keine Ahnung, keine optischen Glitches mehr machen dürfen oder so ein Schwachsinn, ja? Ich verstehe ja, dass Rockstar unbedingt die Money-Glitches und sowas entfernen möchte. Auch da haben sie nicht alle entfernt, soweit ich das gehört habe, ein paar davon aber schon. Aber dafür braucht es kein Titel-Update. Wirklich nicht. Dann bitte erst rausbringen, wenn es was Ordentliches gibt. Denn Titel-Updates sind sehr selten. Da erwartet man einfach ein bisschen was an neuem Content oder eben an wirklich vielen Fixes, dass es nicht reicht, das einfach nur serverseitig hochzuladen. Von dem her, ziemlich Enttäuschung. Das war's zu dem Video. An dieser Stelle natürlich nochmal ein Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Von Malanika, The Prophet, Achim, Stefan Sandmeier, Big Chris TV, Christoph, The Joker, Lil Assassin, Yannick, Blackout, Honeybee, Genapier, Patrick, Germanager, Cheeto, Tyson of Asla, Tens, Leon Leica, Marcel Splinter, Sandy Mels, Ninokim, Manuel, MSR, Flying Fussel, Papa Joe, Arthur, Robin, Marcel Schreiber, El Matador und Ralf. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und ciao. Boom, ba-ba-dam, boom.
Ba-ba-dum-bum. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.